Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen in meinen Blick in die Vergangenheit. Ja, wir beschäftigen uns heute mit meinen gelesenen Büchern im September und ja, es ist doch ein bisschen was zusammengekommen. Ich habe das Format so gelassen wie im August, weil es doch ganz gut bei euch angekommen ist und mich das sehr, sehr gefreut hat, denn ich habe ja immer sehr zeitnah nach dem Lesen des Buches ein kleines Video sozusagen gedreht und da es diesen Monat, ich glaube, nur 9 Bücher sind, die ich gelesen habe, ist natürlich das Video einen Hauch kürzer als im XXL-Lesemonat August. Das Format ist aber im Grunde gleich geblieben. Ich habe, wie gesagt, kleine Videoclips jetzt über den ganzen Monat gedreht und packe die nach der Statistik natürlich jetzt nacheinander euch ein. Aber zur Statistik, da starten wir einfach jetzt. Ich habe, wie gesagt, 9 Bücher gelesen, wenn ich mich nicht irre, genau. Und insgesamt 3597 Seiten. Was doch eine ganze Menge ist und ich komme am Tag so auf circa 120 Seiten. Was auf jeden Fall gut ist. Ich finde, alles über 100 Seiten pro Tag ist auf jeden Fall gut. Freut mich, begeistert mich. Und ja, es gibt auf jeden Fall eineinhalb Monats-Highlights. Und ja, ich glaube, ihr müsst bis ziemlich zum Schluss warten, bis das Monats-Highlight dann ankommt, weil mich das wirklich gefesselt hat, begeistert hat und ich viel gelacht habe. Wer Wochenrückblicke kennt, weiß, welches Buch es vielleicht ist. Und es gibt auf jeden Fall auch einen Flop, aber ja, dazu jetzt einfach in den einzelnen Buchclips sozusagen mehr. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob das Format euch so weiter gefällt, gerade wenn es vielleicht jetzt ein paar weniger Videos sozusagen oder Clips sozusagen sind. Könnt ihr das jetzt gerne euch mal in Ruhe angucken, mir dann danach gerne in die Kommentare schreiben. Und ich wünsche euch nun viel Spaß mit meinem Büchermonat. Das erste Buch im September ist über rosaroten Wolken von Michelle Schrenk. Das Buch ist Ende August erschienen und ist als E-Book für 3,99 € erhältlich. Es gab eine Aktion Anfang August, ich glaube für 99 Cent, das hatte ich euch in meinem Wochenrückblick erzählt. Vielleicht hat ja der ein oder andere zugegriffen. Michelle Schrenk hat mir das Buch zur Verfügung gestellt, in dem es um Julia geht. Das ist ja so im Grunde die Hauptprotagonistin, nein, es ist natürlich die Protagonistin, also die Hauptperson in der Geschichte, so rum. Und ja, sie ist verheiratet mit Ben, hat 2 Kinder, hat 2 tolle Freundinnen, die liebe Lilly, die ständig Single ist und keinen Mann findet, und Natalie, die verheiratet ist mit Sven. Aber gerade irgendwie, ja, die Trennung passiert, wo wir im Grunde ein bisschen live dabei sind, weil er eine andere hat, eine jüngere, schönere Blondine, wenn ich mich nicht irre, die alle nur Ente nennen. Und wir erleben so ein bisschen, wie Julia einfach das Leben in der Familie meistert, was sie ein bisschen stört, dass sie merkt, die Liebe ist so nicht mehr so wie früher. Man hat kein Kribbel mehr, man hat keine Zeit mehr füreinander. Sie möchte in den Job zurückkehren, spürt aber auch, wie schwierig das einfach ist, dass sie einfach oft als zu alt und nicht mehr so hübsch und zwar begabt, aber naja, so ein bisschen abgetan wird. Und ja, sie meistert sich so durchs Leben, bis sie ihr Armband verliert, da das ein Tim wiederfindet. Und sie dann spürt, irgendwie ist da doch noch Leben in mir. Ein sehr schönes Buch, das mir viel Spaß gemacht hat. Ich mochte schon die beiden anderen Bücher, die ich von Michelle Schrenk kenne, unglaublich gerne. Und mir hat auch dieses Buch sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte wirklich das Gefühl, man ist so dabei. Man ist vielleicht die 4. Freundin der 3 und man war immer im Geschehen mit. Man konnte mitlachen, man konnte mitfühlen und es war lebendig und bunt und einfach echt. Und das hat wirklich viel Spaß gemacht, mal ganz was anderes natürlich als Fantasy. Es muss ja nicht immer Fantasy sein. Und ich habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Es war so auch irgendwie der perfekte Zeitpunkt. Es war noch so was sommerlich Leichtes, aber manchmal schon so ein bisschen was Herbsternsteres. Und es hat einfach ja, sich gut lesen lassen. Man war gut in der Geschichte drin. Und mir hat wirklich dieser lebendige Stil sehr, sehr gut gefallen. So ein bisschen kleine Kritik. Es wurde dann teilweise doch ein bisschen kitschig. Da bin ich nicht ganz so der Fan. Aber es war jetzt nichts, wo ich hätte Augen rollen müssen. Es waren wirklich nur so vereinzelte Momente. Und mir hat so ein bisschen, ja, das klischeehafte Verhalten mancher in dem Buch nicht gefallen. Also mir, Ben ging für mich zum Beispiel gar nicht, der war so ein Macho, das hat mich wirklich gestört, wo ich dachte, Mensch, der Junge soll 35 sein. Ich kenne eigentlich keinen Mann, der in dem Alter so ist. Ich denke, das ist eher noch so eine Generation oder 10 Jahre vorher so der Fall gewesen. Also die jetzt 45 sind. Das fand ich ein bisschen, wo ich dachte, das ist ein bisschen drüber. Und ich hätte mir auch von Julia einfach gewünscht, dass sie ihm das manchmal auch einfach sagt und einfach ihren Mund aufmacht und ihm sagt, was ihr nicht passt, als dass sie es einfach immer irgendwie so weggeschwiegen hätte.
Aber das sind wirklich nur kleine Kritiken. Das Positive und Schöne und gut Unterhaltene hat hier auf jeden Fall überwogen. Und ich danke Michelle, dass sie mir das E-Book zur Verfügung gestellt hat, dass ich es lesen durfte. Und ich hoffe, dass wir uns auch noch kennenlernen, spätestens auf der Frankfurter Buchmesse. Und das zweite Buch im September ist Zeitfuge von Michael J. Sullivan, das mir als E-Book vom Heine Verlag ja netterweise zur Verfügung gestellt wurde. Vielen Dank dafür. Als E-Book 8,99 €, als Taschenbuch 9,99 € und ist jetzt erschienen am 8. September. Also ganz frisch, als ich es sozusagen gelesen habe. Um was geht es in dem Buch? Ja, Zeitfuge ist, wie der Name schon ein bisschen verraten lässt, natürlich ein bisschen was mit Zeit. Und ja, ihr tippt richtig, es geht um Zeitreise. Und zwar geht es um Alice Rogers, der sehr krank ist, der auch so ein bisschen, ich sag mal, ja, keinen Bock mehr auf sein jetziges Leben hat und in seiner Garage eine Zeitreise baut. Denn er möchte in die Zukunft reisen, um ein Heilmittel für sich zu finden, das er dann eigentlich wieder mit in seine Gegenwart nimmt. Und er schafft es tatsächlich, in die Zukunft zu reisen und trifft dort auf eine unglaublich neue Welt. Denn man hat, ich würde jetzt so sagen, die Männer ein bisschen abgeschafft, denn das Y-Chromosom ist an all den Kriegen und Verwüstungen und der Umweltzerstörung schuld. Ja, ich würde sagen, das ist da ein bisschen weit gegriffen, aber ja, ich glaube schon, ein bisschen Wahrheit ist da schon dran. Und die Geschichte dreht sich im Grunde zum einen natürlich zu Beginn, wie kommt er überhaupt dazu, eine Zeitreisemaschine zu bauen und dann natürlich auch, was passiert in der Zukunft. Und ich fand es sehr, sehr aufregend und sehr spannend, ja, endlich mal so in der Zukunft zu sein. Man liest ja sonst eher Zeitreisebücher, die zurückreisen. Und ich fand die Idee von Sullivan, wie er die Zukunft darstellt, sehr, sehr realistisch und angenehm. Es hat also nicht unbedingt den Hauch von Dystopie oder sonstiges. Es ist eine ganz normale Welt, die zwar anders tickt wie unsere, die auch nicht so auf der Erdoberfläche tickt, wie wir es jetzt so kennen, aber die wirklich vorstellbar ist. Und ich glaube, dass das durchaus in 200, 300, 400 Jahren so sein könnte. Könnte. Aber es hat viel, viel Spaß gemacht, diese Zukunft zu entdecken mit Alice Rogers und auf die Suche zu gehen, was da vielleicht doch schief läuft und was kann man vielleicht in der Gegenwart dann tun oder was könnte man in der Gegenwart tun, um das ja ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen. Und ja, die Begegnung, Krachbumm, die Begegnung mit den zukünftigen Menschen fand ich auch sehr, sehr gelungen und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, in die Zeit zu reisen und ich habe den Roman auch sehr schnell durchgelesen und es war mir wirklich eine Freude und ja, ich kann, wer Zeitreisen mag und gerne mal in die Zukunft reisen möchte, den kann ich dieses Buch absolut empfehlen. Weiter geht es mit einem Buch, das mir eine liebe Freundin und Arbeitskollegin ja empfohlen hat, indem sie es mir einfach in die Hand gedrückt hat und zwar der erste Kaffee am Morgen von Diego Galdino und das ist ein Buch, das in Italien spielt und der Autor selbst lebt auch mit seiner Familie in Rom und ist Barista. Und ja, so ein bisschen geht es in diesem Buch auch darum. Es geht um Massimo, ein ja, mittelalterlicher Mann sozusagen, noch Single, dem die richtige Frau noch nicht so über den Weg gelaufen ist. Wir lernen ihn kennen bei einer Beerdigung von einer, ja, ich glaube, guten Freundin, Nachbarin, was auch immer, also ganz, weiß ich es gerade nicht mehr, wie der Anfang war. Ist jetzt doch schon ein Stückchen her, weil ich ja krank war und deswegen, ja, ich nicht direkt im Anschluss des Buches ein Video drehen konnte. Und Massimo ist, ja, Barista. Er hat eine kleine Bar, Kaffee und, ja, bedient die Leute eigentlich so durchgängig den ganzen Tag und bringt die Menschen, denen er die Getränke bringt, den Kaffee bringt, auch mit Namen und deren Lieblingsgetränke in Verbindung. Also man erfährt dann zum Beispiel, der und der trinkt am liebsten Kaffee mit 2 Stückchen Zucker, 1 Milch oder irgendwie so. Das fand ich unglaublich sympathisch, das hat mir sehr gut gefallen, wie er das rübergebracht hat. Er trifft in seiner Bar auf Genevieve, einer Französin, und die beiden haben nicht nur Sprachbarrieren, sondern er muss hier auch gegen das Klischee des harten italienischen Prollmannes sozusagen anstehen. Und ja, aber dennoch, ja, passiert da zwischen den beiden ein bisschen was. Und es ist hier aber nicht die typische Liebesgeschichte, sondern es ist eine Lebensgeschichte. Ich fand sie sehr lebendig, ich fand sie sehr atmosphärisch, mir hat ja der Stil sehr, sehr gut gefallen. Man spürt hier die Leichtigkeit, ja, so ein bisschen von Italien, wie wir Deutschen uns das wahrscheinlich so vorstellen.
so diese Ruhe, dieses Genießen, dieses, ja, der Kaffee wird im Grunde so zelebriert. Bei uns Deutschen ist das ja morgens eher wahrscheinlich so, oh, schnell getrunken, ab auf Arbeit. Und hier drin spürt man einfach dieses Weiche und das einfach, dass das Sein eben einfach auch schon was ist. Und mir hat wirklich die Atmosphäre gut gefallen. Mir hat die Geschichte um Massimo und Genevieve, um die vielen Menschen oder Charaktere, die drumherum auftauchen, sehr gut gefallen. Ich war da wirklich ja, sehr begeistert. Ich hätte gar nicht gedacht, dass mir das Buch so gefällt. Ich war da ein bisschen kritisch, als sie mir davon erzählt hat. Birgit, sorry, manchmal bin ich ein bisschen kritisch. Muss aber wirklich sagen, die Atmosphäre, der Stil und auch wirklich dieses Lebendige und dieses Leichte hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Es hat mir echt Spaß gemacht, hat mich mitgenommen auf diese Reise nach Italien. Und ich war noch nicht selbst in Italien. Und so aber stellt man sich's, glaube ich, ein bisschen vor. Und auch gerade diese beiden Schwierigkeiten, oder diese Schwierigkeiten, die beiden haben, das ist so, so echt. Und es hat einfach Spaß gemacht. Also Massimo war mir super sympathisch und auch Genevieve fand ich sehr gelungen. Und ja, es war ein gutes Buch, hat mich sehr unterhalten. Es hatte viele lustige Momente, es hatte viel Freundschaft, viel Liebe, es hatte Leidenschaft, es hatte Eifersucht. Es hatte so alles, was ein gutes Buch braucht. Und ja, dafür, dass es kein Fantasy war, sozusagen, war es dennoch sehr, sehr gelungen. Ich bin ja nicht so der Real-Life-Leser, ab und zu schon, aber ich bevorzuge ja dann wirklich so ein bisschen was Fantasiereiches. Aber das hier war wirklich sehr, sehr gut, hat mir gut gefallen, hat mich gut unterhalten und ja, Birgit, danke für den Buchtipp. 20 Zeilen Liebe von Rowan Coleman, erschienen im Piper Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, kostet als broschierte Ausgabe 14,99 und ist ganz aktuell, ich glaube Ende August, Anfang September erschienen. Ich habe bereits von der Autorin Einfach unvergesslich gelesen im letzten Jahr. Da ging es ja im Grunde um das Vergessen, um Demenz und ja, eine Familie, wie sie damit umgeht. Das Buch hatte mich sehr, sehr berührt und so war ich sehr gespannt auf den zweiten Roman der Autorin. Persönlich finde ich das Cover wieder sehr, sehr schön. Mir würde aber der Originaltitel, der heißt We Are All Made of Stars, also wir sind alle aus Sternen gemacht, viel, viel besser gefallen als 20 Zeilen Liebe. Da muss ich sagen, ja, das klingt schon ein bisschen sehr kitschig. Natürlich geht es im Groben um 20 Zeilen, denn wir ja, verfolgen im Grunde drei Protagonisten, die dann wiederum ja auch ein bisschen was miteinander zu tun haben. Zum einen haben wir Stella, die in einem Hospiz arbeitet, dort als ja Krankenpflegeschwester. Und ja, sie hat kein so leichtes Leben, weil es ein paar Probleme mit ihrem Mann gibt, der wiederum ein Kriegsveteran ist und bei einem Einsatz, ich glaube es war Afghanistan, sein Bein verloren hat und seinen besten Freund. Er sehr in die Tiefe stürzt und sie es nicht vermag, ihn aus der Tiefe so einfach herauszuziehen. Ganz anders ist das bei ihrem Patienten. Für die hat sie immer ein offenes Ohr und schreibt eben ja, Briefe, kurz vor dem Tod der Patienten und schickt die dann an die jeweilige Person. Und diese Briefe sind sehr, sehr besonders und sind auch zum Teil in diesem Buch abgedruckt. Die zweite Protagonistin ist Hope, ein junges Mädchen, die unter Muskoviszidose leidet und man ihr schon vor Jahren gesagt hat, dass sie eigentlich nicht mehr lange zu leben hat und sie aber ja eine liebe Familie hat, einen tollen, guten Freund, der sie ja im Grunde zum Lachen bringen möchte und aufheitern möchte. Und ja, sie versucht so ja ein bisschen das Leben von der schönen Seite zu nehmen. Dann haben wir noch Hugh, der ja ein bisschen ein einsames Leben führt, der seine Eltern sehr jung verloren hat, nette Nachbarn bekommt oder besser gesagt eine nette Nachbarin mit Sohn. Und ein paar über ja, fünf Ecken kommen die drei zusammen. Also Hope und Stella, denke ich, erklärt sich relativ schnell. Wie aber Hugh in die Geschichte passt, das möchte ich nicht verraten. Das Buch hat mir vom Stil, von der Idee sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es toll, diese Abschiedsbriefe zu lesen, die teilweise wirklich unter die Haut gingen, die sehr gefühlsbetont waren. Und ich glaube, also auch manchmal waren sie auch sehr, sehr lustig, weil ich denke, ja genau, ich möchte auch mal so einen lustigen Abschiedsbrief schreiben. Man hat viel durch diese Person erfahren, auch wenn es nur ein zweizeiliger Brief sozusagen war oder ein zweiseitiger Brief war. Und man konnte doch mitfühlen, was da die Protagonisten, also die Charaktere, sowohl der den Brief schreibt, als auch an denen es ging, was die vielleicht für einen Konflikt miteinander hatten oder was da noch offen war und unausgesprochen war, fand ich sehr, sehr schön. Mir hat auch Hughs Perspektive sehr, sehr gut gefallen.
Das fand ich so eigenwillig, spannend, lustig, unterhaltend und auch, ja, die Wendung dann gegen Ende fand ich sehr berührend und ja, die hat mich dann schon zu Tränen gerührt. Stella war mir ein bisschen zu autotypisch, also ihr Leben mit einem Kriegsveteranen und das war mir schon zu viel des Guten, wenn ich ehrlich bin, weil ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Also ich kenne jetzt niemanden, der im Krieg war und der das sehr Schlimmes erlebt hat. Ich meine, Krieg ist immer schlimm, aber wenn man ein Bein verliert und Verbrennung am Körper hat, ist das natürlich nochmal was anderes. Also kann ich das nicht beurteilen. Ich fand, es war teilweise so ein bisschen zu wehleidig, mitleidig und auch, dass sie nicht die Kraft hatte, für ihren eigenen Mann Höhen zu schaffen und das bei anderen geschafft hat. Das hat für mich nicht so zusammengepasst. Und bei Hope, da habe ich mich unglaublich an das Schicksal ist ein mieser Verräter erinnert gefühlt, weil gerade diese beiden Jugendlichen, also sie mit ihrem besten Freund, das hat unglaublich viel von diesem Gefühl gehabt, was man in das Schicksal ist ein mieser Verräter gefühlt hat von John Green, das ich ja ein absolut gelungenes Buch finde und es nicht nur ein Krebsbuch sein sollte, sondern ein Lebensjahr, ein bejahendes Lebensbuch sozusagen. Und das hat das Buch aber eben nicht dann mehr geschafft. Also es war gut, mir haben die Briefe unglaublich gut gefallen, aber es war leider nicht so berührend, wie ich es mir erhofft hatte. Es hatte nicht so viel Tiefe, wie ich es von dem anderen Buch gewöhnt war. Und auch im Vergleich, jetzt gerade die Hope-Geschichte, die ist, fühlt sich unglaublich unecht an und nachgemacht und zu oberflächlich, damit sie auch nicht mit ja, der scheinbaren Vorlage verglichen werden kann. Es war ein gutes Buch. Ich glaube, man kann sich da wirklich ein paar Stunden fallen lassen. Man kann da drin eintauchen. Man kann auch so manche Höhe daraus ziehen. Aber es war bei mir leider nicht so, juhu, ich lebe, wie es eben bei manch anderen dieser tiefsinnigen Bücher der Fall war. Was ich sehr schade fand, ich hatte mir da auch ein bisschen mehr einfach erwartet durch das erste Buch, was ich kannte. Und ja, bin dennoch gespannt, ob Ron Coleman ein weiteres Buch herausbringt. Und ich glaube, ich gebe ihr da auf jeden Fall noch eine Chance, mich wieder voll zu begeistern, was halt hier nicht ganz geklappt hat. Nacht ohne Sterne von Gesa Schwarz erschien am 28. September, gebundene Ausgabe 19 Euro, E-Book 15 Euro und erschien im CBT Verlag, wurde mir auch von diesem dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Um was geht es in Nacht ohne Sterne? Ja, wir treffen auf Naya, die in New York wohnt, um die etwas umgibt. Sie hat als häusliche Bekleidung eine Fee. Und auch sie ist ein Halbblut. Ihre Mutter war eine Elfe, ihr Vater ein ja, menschlicher, sterblicher, sterbliches Lebewesen, nein, natürlich nicht, also ein Mensch. Und sie lebt in New York, hat ihre Mutter sehr jung verloren, ihr Vater ist auf Reisen und da tut sich etwas auf in New York. Und ja, sie hat einen lieben Freund, Charon, wie auch immer man ihn ausspricht, der ein Elf ist und auch in der Garde arbeitet. Und ja, wir haben hier sehr viel Fantasy, wir haben natürlich Urban Fantasy, keine Frage. Wir haben hier aber wirklich so ab dem, ja, das erste Drittel ist noch gemischt, dann kommen wir in tiefe Fantasy. Und wir treffen zum Beispiel auf Vidar, das ist ein Schattenwesen. Und es gibt das Carmeo Lunis, das ist das Volk des Lichtes, das sind die Elfen. Und wir haben auch die, ja, die auch Askari genannt werden und die leben in Valdorin. Und ach, ist das nicht toll, klingt das nicht wirklich schon sehr einmalig und sehr fantasiereich. Die Askari nähern sich von Träumen und ja, das wird unglaublich interessant dargestellt und diese Vorstellung fand ich zum einen gruselig, aber zum anderen auch wirklich ja, sehr ideenreich. Das fand ich wirklich sehr, sehr magisch. Dann gibt es die Carmeo Dakar, ist das Volk der Nacht. Das sind die Krieger, die nennen sich Barasar. Und die leben in Raskadan. Und ja, da trifft natürlich schon Licht auf Dunkel, Gut auf Böse. Wir merken aber in der Geschichte schnell, dass das Gute nicht immer gut ist, sondern dass auch Gute mal Schwächen haben. Und dass es durchaus auch ja, das Böse gibt, das wiederum spürt, ja, irgendwie ist das auch nicht alles so richtig, was wir hier tun. Und naja, ist mir leider nicht so ganz ans Herz gewachsen. Ich konnte viele ihrer Gedankengänge nicht nachvollziehen und so ging es mir leider wirklich das ganze Buch über auch noch mit anderen Charakteren. Also wenn sich dann Freund gegen Freund wendet, aus Feinden Freunde werden Feinde und irgendwann mischt sich alles,
Das fand ich fand das irgendwie zu viel. Ich fand das teilweise auch sehr unlogisch. Ich fand sehr gut, dass man dieses typische Klischee, Licht ist gut, Dunkel ist böse, dass man das so ein bisschen umgekehrt hat, dass man auch mal von der anderen Seite drauf geguckt hat und eben spürt, gut ist nicht automatisch immer gut und dass das eben auch mal was anderes sein kann. Das fand ich gelungen. Es war leider teilweise sehr, sehr langatmig. Es waren knapp 500 Seiten und es hat sich teilweise wirklich gezogen. Es war... Ja, wir sind da, also ich bin ja ein Fan von sehr ausführlichen Geschichten. Also ich sage ja immer gern, dass Tolkien ja auch Blätter von allen Seiten beschrieben hat und dass ich das mochte. Hier war es teilweise aber so ohne Sinn und ohne, dass man verstanden hat, warum einem das alles so klar dargestellt wurde, so ausführlich, so überausführlich. Ich habe den Hintergrund nicht so recht verstanden, warum man das so machen musste. Man hätte da auch 150 Seiten sparen können und es hätte wahrscheinlich nicht wehgetan. Es war interessant. Ich mochte die Fantasy-Welt, ich mochte den Gedanken dahinter. Ich mochte, dass es einfach mal das Gut-Böse so aufgehoben wurde. Ich mochte Narya nicht so wirklich, auch wenn ich ihren Namen sehr, sehr schön finde, wenn ich auch alle Namen sehr, sehr toll fand. Ich wurde mit ihr nicht warm. Ich habe sie nicht verstanden und das durch die ganze Geschichte hinweg. Ich habe auch viele andere Charaktere, wie gesagt, nicht verstanden. Und ich wurde da einfach nicht warm mit der Geschichte. Ich fand die Fantasy-Idee und was für eine Fantasie auch wirklich drinsteckt in der Geschichte, das fand ich wirklich toll. Das ist wirklich schon großes Fantasy-Kino. Aber die Charaktere waren irgendwie nicht, haben nicht gepasst in die Geschichte. Und ja, waren vielleicht auch nicht klar genug dargestellt, waren vielleicht so ein bisschen blass und weiß auch nicht. Hat mir leider nicht so gut gefallen, die Charaktere. Ich würde sagen, es war ein gutes Buch, weil mir der Fantasy-Anteil wirklich gut gefallen hat. Aber man muss definitiv bei den Charakteren und auch diesen komischen Längen ein bisschen einen Abzug geben, was ich echt schade finde und was ich ungern tue. Aber es hat mich jetzt wirklich nicht so vom Hocker gerissen. Das Licht der letzten Tage von Emily St. John Mandel ist erschienen im Piper Verlag am 14. September und wurde mir auch vom Verlag zur Verfügung gestellt. Das Licht der letzten Tage. Ja, man erfährt schon ein bisschen aus dem Titel, dass es um die letzten Tage der Menschen auf der Welt geht. Es gibt einen Dreh- und Angelpunkt, das ist der Tod von Arthur in einem Theaterstück. Und wir haben hier eine große Vorliebe für Shakespeare. Und wir erleben eine Krankheit, die Erde oder auch die Menschen im Grunde einholt, ziemlich dahinrafft. Und wir erleben dann 20 Jahre später einen fahrenden Theaterbummelzug, der uns immer ein bisschen erzählt, wie die jetzigen Gegebenheiten sind, was es für Sekten vielleicht gibt, wie die Menschen ticken, was passiert ist. Und gleichzeitig haben wir auch Rückblicke, was denn so geschehen ist, wie es die einzelnen Theatermitglieder empfunden haben, wie ihnen was passiert ist, was sie noch in Erinnerung haben, wie die Welt einfach 20 Tage nach dem Null funktioniert. Ein Buch, das im Grunde gehalten hat, was ich mir davon versprochen habe. Ich wollte Gedanken der Menschen haben, die lebensbejahend sind, die das Leben schätzen, die uns das Gute am Leben erzählen. Und das hat mir dieses Buch gegeben, zusammen in einer unglaublich tollen Atmosphäre, die mich berührt hat, die wirklich tiefgründig war, die total ins Innere gegangen ist, die viel auch natürlich sich im Kopf abgespielt hat und die gar nicht so auf Protagonisten oder Charaktere in dem Buch geht. Natürlich verfolgt man dem einen oder anderen. Ich werde hier ganz böse gebissen. Aber das ist natürlich schon so, dass sich das ein bisschen zurücknimmt und wirklich so die aktuelle Szene, das aktuelle Geschehen in den Vordergrund rückt und man eben durch Rückblicke viel, viel über die Menschen erfährt, über die Gegebenheit. Und das hat mich wirklich tief berührt, sehr begeistert und mir hat wirklich dieses Gefühl des Eintauchens hat mir unglaublich gut gefallen und ich bin wirklich sehr, sehr begeistert von der Geschichte und freue mich sehr, dass mir das Buch zur Verfügung gestellt wurde. Die Sehnsucht des Vorlesers von Jean-Paul Didier Laurent, erschienen am 23. September im DTV Verlag, kostet als broschierte Ausgabe 14,90 Euro und als E-Book 12,99 Euro. Ein Buch, eine Hommage an den Vorleser, wie der Titel des DTVs sozusagen heißt. Wir treffen auf Guyon einen Mann, der Bücher liebt und seinen Job hasst. Denn er muss in einer Fabrik die Bestie füllen. Und die Bestie ist eine Buchvernichtungsmaschine, die sein Liebstes, seine Bücher sozusagen, vernichtet. Und er
trotz dieser Vernichtung, indem er jeden Tag ein paar Seiten klaut und diese im Regionalzug auf dem Weg zu seiner Arbeit um 6.27 Uhr vorliest. Das ist seine kleine Rebellion gegen die Vernichtung der Bücher, gegen die Vernichtung des Konsums, gegen das immer wieder Neuen, was natürlich an Bücher erscheint. Und ja, er entdeckt eines Tages einen USB-Stick mit einer Geschichte einer jungen Frau. Und ja, die Sehnsucht beginnt und die Geschichte damit auch. Ein Buch, das sehr französisch ist, das mit sehr vielen französischen Begriffen daherkommt, was mir persönlich ein bisschen schwer fiel, weil ich einfach kein Französisch spreche. Dennoch eine Geschichte, die eine wunderbare Atmosphäre hat, die mich berührt hat, die mich zum Nachdenken gebracht hat und die mich begeistert hat. Guyon ist ein Protagonist, wie er im Buche sozusagen steht, der sich für das einsetzt, was ihm wichtig ist, aber dann natürlich auch trennt. Denn manchmal muss man Dinge eben einfach tun, weil man sie tun muss, wie eben arbeiten. Und dass man sich den Job nicht manchmal aussuchen kann, zeigt er uns damit auch. Dennoch ist seine Rebellion, sein kleiner Akt, dass er sich Seiten klaut und diese vorliest und diese sozusagen näher bringt, ganz, ganz wunderbar. Wir erfahren auch, welche Bücher er vorliest, denn wir haben immer Seiten in diesem Buch, die dann im Grunde so braun sind, also braun und die anderen sind weiß. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Und davon erfahren wir eben auch, was er gerade vorliest. Und das ist wirklich alles. Es sind Thriller, es ist Krimi, es ist eine Liebesgeschichte. Wir haben auch eine Geschichte dabei, da wird uns erzählt, wie ein Hase sozusagen geschlachtet wird und dann zum Essen bereitet wird. Was ich persönlich schon sehr heftig fand, weil ich dachte, will ich das wirklich en detail wissen? Das sind wirklich so die Teile, die einen sehr, sehr mitnehmen. Auch seinen Verlauf in der Geschichte, wie er wirklich zum Vorleser wird, weil er eben die Menschen einfach begeistert anspricht und ihnen aus der Seele spricht. Es ist ein Buch, das mich gefesselt hat, gepackt hat und mich wirklich auch in Bezug auf das Konsumverhalten sehr, sehr nachdenklich gemacht hat. Denn er spricht natürlich genau das aus, was viele von uns denken. Es muss immer das neueste Buch sein, es muss immer neue Geschichten geben, gar keine Frage. Aber müssen dafür die alten dann natürlich sterben. Und das ist, glaube ich, was uns ja nicht nur bei Büchern so der Fall ist, sondern es gibt viele, viele andere Beispiele. Und auch gerade dieses Buch mich ein bisschen dazu gebracht hat, vielleicht weniger Bücher in Papierform zu lesen, sondern wirklich mehr als E-Book, um einfach Ressourcen vielleicht zu schonen und dann gar nicht dazu beizutragen, dass Bücher vernichtet werden müssen. Weil wenn wir alle digital lesen, muss im Grunde nichts mehr vernichtet werden. Aber das ist Wunschdenken. Mich hat dieses Buch wirklich mitgenommen, begeistert und ja, auch wirklich im Herzen was zurückgelassen. Es ist ein sehr besonderes Buch und wären diese französischen Begriffe, über die man so stürzt und dann kurz hängen bleibt, nicht, wäre es wirklich ein perfektes Buch gewesen. Dass es mich das Französische ein bisschen stört, ja, liegt natürlich an mir. Ich könnte auch Französisch sprechen, aber dem ist natürlich nicht so. Zudem ist es natürlich schon Französisch. Es ist manchmal sehr direkt und manchmal sehr oder wenig umspielend, wie Dinge beschrieben werden, was natürlich den französischen Stil ausmacht, aber nicht ganz der Stil ist, den ich eben bevorzuge. Deswegen trotzdem ein sehr, sehr gutes Buch, was ich absolut empfehlen kann und ich danke dem DTV Verlag zur Verfügungstellung. Und zusammen mit einer Leserunde auf Lovely Books habe ich das neue Buch von Elizabeth Gilbert gelesen, Big Magic, erschienen im Fischer Verlag. Und ich habe es durch die Leserunde auf Lovely Books auch gewonnen. Ich wollte das Buch ja lesen, weil ich einfach neue Motivation wollte, neue Inspiration, neue Gedankengänge, um ebenso ja, die Magie des Alltags und des Universums, wenn man so möchte, einfach zu spüren und auszunutzen. Leider hat mir das Buch nicht sehr viel gebracht. Ich fand es unglaublich langatmig, sie hat sich sehr oft wiederholt, es war nichts Neues dabei, es waren so altbekannte Wahrheiten, es war auch vieles dabei, was man so vielleicht von den Eltern mitbekommt, also nicht viel mit Magie. Sehr positiv hat mir der Schreibstil gefallen, denn sie hat uns immer mit Du angesprochen und man hatte immer so das Gefühl, ja, man hat sich da so angebunden gefühlt, also sehr positiv und mir hat das schon Spaß gemacht zu lesen, aber es war mir manchmal auch zu esoterisch, zu ja, absurd und dann ging es teilweise so in Richtung Gott und Gebete und ich weiß nicht, ob die beiden Theorien wirklich so zueinander passen. Für mich ist das ein bisschen widersprüchlich manchmal gewesen, was sie erzählt hat. Und es waren teilweise schon ein paar sehr interessante Denkanstöße dabei, auch wenn es darum ging, halt Mut zu haben und dass in uns allen ein Künstler steckt und wir alle Talente haben und wir die einfach rauslassen. Und ja, da gebe ich ihr absolut recht, manchmal muss man es einfach tun, egal wie das Ergebnis ist, Hauptsache man tut es für sich
Und ich glaube, das ist auch so ein Ansporn an zwei, drei tief sitzende Gedanken von mir, wo ich sage, ja, vielleicht reifen die gar zu guten und ja, abwandelbaren Ideen sozusagen zu, also nach oben, keimen die nach oben. Aber leider fand ich einfach nichts Neues und gerade wenn man sich vielleicht schon mit dem ein oder anderen Buch in diese Richtung oder mit diesen Mind-Style, ja, Zeitschriften, Magazine, die es aktuell gibt, beschäftigt, nimmt man da nicht viel Neues mit. So ging es leider mir, es wollte mir gefallen, aber es war leider nicht so ganz mein Ding und die drei, vier positiven Gedanken und Ideen, die sie hatte, ja, ist gut, passt auf, freue ich mich, dass ich die aufnehmen kann, aber es war jetzt nichts, wo ich sage, es hat mein Leben verändert oder mir solche Denkanstöße gegeben, damit sich etwas tut, was man ja durchaus bei anderen vergleichbaren Büchern vielleicht schon hatte. Alles in allem leider diesmal keine Empfehlung, auch wenn die Leserunde wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Und beim letzten Buch im September handelt es sich um den Marsianer von Andy Weir. Erschienen vor knapp einem Jahr, erschienen im Heine Verlag, wurde mir auch von diesem als E-Book zur Verfügung gestellt. Das E-Book liegt bei 8,99, das Taschenbuch bei 9,99 und ich wollte das Buch ja unbedingt lesen, weil demnächst die Verfilmung in die Kinos kommt. Besser gesagt, ich glaube ab 8. können wir das Buch sozusagen im Kino sehen und ich freue mich drauf. Denn das Buch um einen Astronauten, der auf dem Mars strandet und der eben ums Überleben kämpft, Ideen hat, wie er schafft bis zum nächsten Besuch von Menschen auf dem Mars, wie er das mit Essen und Trinken und Konditionen und allem überleben kann, Sauerstoff, ist mega spannend. Es war ein geiles Buch, es war absolut unterhaltsam. Ich habe so viel über die Log-Einträge von Mark Watney gelacht. Ich fand es einen brillanten Humor, er hat trockenen Humor, er ist super oft ironisch angelegt. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, ihm zuzuhören, zuzulesen, das einfach zu erleben, seine Ideen. Er bringt uns so viele Infos über den Mars, über die Reise dorthin, was passiert, wenn es wieder nach Hause ginge, wenn man mit der Erde kommunizieren möchte, wie sieht das aus? Und er hat wirklich brillante Ideen, wie er da um sein Überleben kämpft. Und es ist für mich ein absolutes Monatshighlight, weil ich wirklich gelacht habe. Es war leichte Unterhaltung mit ganz viel Theorie, die aber kaum langweilig war. Es war manchmal ein Hauch zu theoretisch, aber das hat er unglaublich sympathisch verpackt mit ganz viel Witz und Charme und ich fand es einfach mega. Ich habe ja wirklich so viel gelacht und die Lesezeit verging auch so im Flug und diese Detailreichtum über den Mars, man hatte auch den Eindruck, man ist direkt mit auf dem Planeten, man hat eine Reise zum Mars unternommen. Ich fand das mega, mega gut und freue mich jetzt unglaublich auf den Film, wo Mark Watney von Matt Damon gespielt wird und ich hoffe da das Beste. Und werde mit sehr viel Neugierde, trotz dass ich das Ende kenne, natürlich ganz gespannt auf den Film sein und kann das Buch absolut nur empfehlen. Vielleicht war ja das ein oder andere Buch für euch dabei. Ja, mein Monatshighlight auf jeden Fall, der Marsianer. Ich freue mich auf den Film, ich freue mich auf Matt Damon, ich bin so gespannt. Der Flop, ja, Big Magic, gar nicht mein Fall. Kann ich wirklich nicht empfehlen. Mal gucken, was mit dem Büchlein so jetzt passieren wird. Vielleicht verlose ich es einfach mal. Könnt ihr ja gerne mal schreiben. Vielleicht wisst ihr der ein oder andere, trotz der niederschmetternden Rezension sozusagen, dann noch lesen. Guckt in die Infobox, da findet ihr alle möglichen Infos zu den Büchern. Ich danke allen Autoren und auch Verlagen, die mir Bücher zur Verfügung gestellt haben dafür. Ich bin da immer wieder dankbar und begeistert, dass mir da so viel Vertrauen im Grunde entgegengebracht wird, dass ich die Bücher einfach so lesen kann. Und es wären nicht so viele tolle Bücher, wenn mir die wirklich nicht zur Verfügung gestellt werden würden. Jetzt starten wir frohen Mutes in den Oktober. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, den Büchermonat wieder in dieser Form zu sehen. Danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss, eure Steffi.